Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Leonie und in diesem Video wird es um ein Thema gehen, was mit Sicherheit ganz, ganz viele von euch da draußen beschäftigt. Und zwar ist es die Zellulite. Ja, Zellulite ist schon immer ein sehr brisantes Thema gewesen und ist es auch noch heutzutage. Allerdings hat man mittlerweile mit einigen Mythen aufgeräumt. Es weiß vielleicht doch trotzdem nicht jeder von euch, wie die Zellulite eigentlich entsteht, warum wir Frauen eigentlich größtenteils davon betroffen sind und Männer eigentlich so gut wie gar nicht. Und was man denn eigentlich wirklich dagegen machen kann, um sich eben ein strafferes Hautbild zu verschaffen und die Zellulite ein bisschen einzudämmen. Zunächst also erstmal die Frage, wie entsteht denn eigentlich Zellulite? Also warum haben wir Zellulite? Zunächst gilt es da erstmal zu verstehen, dass das Bindegewebe bzw. die Hautgegebenheiten bei Frauen und bei Männern unterschiedlich sind. Das liegt daran, dass bei uns Frauen die Kollagenfasern parallel angeordnet sind und bei den Männern die Kollagenfasern überkreuzt angeordnet sind. Wie genau sieht das jetzt eigentlich aus? Also wir haben unter unserer Haut zunächst einmal den Muskel, richtig? Über dem Muskel liegt dann ein sogenanntes Fettdepot. Das heißt, dort wird das Fett hauptsächlich angelagert als Schutzschicht sozusagen für unseren Körper. Über diesem Fettdepot gibt es dann das sogenannte Bindegewebe. Den Begriff Bindegewebe hat mit Sicherheit jeder von euch schon mal gehört. Und bei uns Frauen ist es eben so, dass das Bindegewebe sich aus Kollagenfasern zusammensetzt, die parallel nebeneinander angeordnet sind. Wie ist das beim Mann? Beim Mann sind die Kollagenfasern überkreuzt angeordnet. Und genau da liegt auch schon die Ursache der Zellulite. Denn bei uns Frauen, nachdem dann oben über der Bindegewebsschicht die Haut kommt, kann es sein, dass Fettzellen aus dem Fettdepot durch die Kanäle sozusagen dieser Bindegewebsfasern aus Kollagen nach oben unter die Oberhaut wandern. Und dadurch entstehen dann halt diese Dellen und Einkerbungen, die wir halt von Zellulite kennen. Ja? Ich kenne das genauso gut bei mir, wie ihr wahrscheinlich auch bei euch. Zwischen den Kollagenfasern gibt es also eine Möglichkeit für die Fettzellen aus dem Fettdepot nach oben an die Oberhaut zu wandern und die drücken dann eben durch die Haut durch. Das ist erstmal im Grunde genommen die Ursache von Zellulite. Da kommt sie her. Es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Abstufungen von Zellulite, um halt einzuschätzen, wie ernsthaft sie ausgeprägt ist. Ja? Zellulite ist nichts Gefährliches, keine Krankheit, überhaupt nicht und es ist auch gar nicht schlimm, aber dazu komme ich später nochmal. Also bei Grad 1 der Ausprägung ist es folgendermaßen. Wenn man zum Beispiel die Haut am Oberschenkel, da kommt es ja meistens vor, oder hinten am Po, zusammendrückt, dann erscheinen die Dellen und man kann die Zellulite sehen. Grad 2 wäre dann folgendermaßen. Wenn man jetzt zum Beispiel steht und wie bei mir zum Beispiel das Gewicht vom Po von oben auf die Haut draufdrückt sozusagen und dann auch noch das Licht darauf einfällt in einem ungünstigen Winkel, ja, dann wird die Zellulite sichtbar. Man sieht sie also im Stehen, beispielsweise im Liegen, aber nicht mehr. Und Grad 3 der Ausprägung wäre dann, dass man die Zellulite sowohl im Stehen als auch im Liegen sieht und das auch gar nicht mehr abhängig vom Licht ist, sondern man das eben in jedem Licht sieht. Und nun ist es natürlich so, viele Frauen schämen sich tatsächlich für ihre Zellulite und ich bekomme auch täglich wieder Fragen und Nachrichten zum Thema Zellulite. Wie kann ich meine Zellulite wegbekommen? Wie kann ich sie reduzieren? Hast du weniger Zellulite durchs Training bekommen? Und das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Es gibt kein Wundermittel, das jetzt auf einmal eure Zellulite von heute auf morgen heilt. Es gibt aber trotzdem ein paar Sachen, die könnt ihr machen, um einfach eure Hautbeschaffenheit ein bisschen zu verbessern und um der Zellulite leicht entgegenzuwirken. Ja, das muss nicht funktionieren, kann aber funktionieren, je nachdem, wie ihr darauf anspringt. Und das erste wäre natürlich Krafttraining. Yes! Also falls du noch kein Krafttraining betreibst, dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, damit anzufangen. Denn Krafttraining sorgt dafür, dass der Muskel unter deiner Haut und dem Fettdepot etc., dass der Muskel wächst und dadurch kann es zu einer Hautstraffung bekommen. Natürlich verteilt sich dann beispielsweise auch das Fettdepot über eine größere Fläche. Und das kann durchaus dafür sorgen, dass du eben weniger Zellulite-Ausprägung bekommst. Ist natürlich keine Garantie dafür, aber es kann passieren. Damit einhergehend ist es natürlich auch vorteilhaft, sagen wir mal so, wenn du einen geringen Körperfettanteil hast. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe keinen sonderlich geringen Körperfettanteil, vielleicht bei 21% ungefähr, aber ich habe auch keinen hohen Körperfettanteil. Trotzdem hatte ich Zellulite, aber sie kann sich durchaus reduzieren, wenn man einen geringeren Körperfettanteil hat. Wie gesagt, keine Garantie, auch als ich beispielsweise Wettkampfdiät gemacht habe und dann bei bestimmt 7% Körperfett war, hatte ich immer noch Zellulite. Okay? Es ist normal, es ist die Beschaffenheit des weiblichen Bindegewebes. Vielleicht fragt ihr euch an der Stelle auch noch, woher denn überhaupt diese unterschiedliche Beschaffenheit des Bindegewebes herkommt. Das liegt ganz einfach daran, dass wir Frauen etwas können, was die Männer nicht können, und zwar Kinder bekommen. Ja, und da der Körper sich eben in einer Schwangerschaft von der Haut her besonders eben extrem an die Größenverhältnisse des Körpers anpassen muss, haben wir eben ein anderes Bindegewebe, was sich ja mehr dehnen kann und in der Schwangerschaft eben daran anpassen kann, dass wir nun ein Kind in unserem Bauch tragen. Punkt 2.
viel Flüssigkeit. Trink genug und trink viel. Und trink auf jeden Fall auch durchgängig. Ja, es ist sehr wichtig, mit Wasser und Flüssigkeit die Haut zu hydratisieren. Das sorgt dafür, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und diese Feuchtigkeit, die sorgt dann eben auch dafür, dass deine Haut elastischer wird. Und es kann durchaus sein, dass dein Hautbild sich dadurch verbessert, eben nicht nur da, wo die Zellulite sitzt, sondern beispielsweise auch im Gesicht etc. Dritter Punkt. Eine gesunde Ernährung solltest du auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Was ist eigentlich eine gesunde Ernährung? Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Komponenten. Es fängt erstmal damit an, dass du natürlich nicht zu sehr in einem Kalorienüberschuss essen solltest, aber auch nicht in einem Kaloriendefizit essen solltest, damit dein Körper trotzdem alle Nährstoffe, beispielsweise Mineralien und Vitamine, bekommt. Dann geht es weiter damit, dass du genügend Eiweiß essen solltest, genügend Proteine, um deine Muskulatur zu versorgen. Dann geht es außerdem darum, dass du nicht zu viele kurzkettige Kohlenhydrate, sondern eher komplexe Kohlenhydrate konsumierst. Und natürlich ganz wichtig, Gemüse und Obst für alle wichtigen Mineralien und Vitamine. Für mich persönlich gehört da auch noch eine Supplementierung mit dazu, denn es macht mir das Leben einfach leichter, wenn ich Mineralien und Vitamine über ein Supplement zu mir nehme. Und das mache ich jeden Tag durch die Pink Essentials. In den Pink Essentials sind ganz, ganz viele Vitamine und Mineralien enthalten, wie zum Beispiel Selen, Zink, Folsäure, einen Vitamin B-Komplex, dann haben wir Vitamin D3 da drin, Vitamin K2, ganz, ganz viele Sachen, die mir halt helfen, beispielsweise Haut, Haare und Nägel zu stärken, unterstützen meinen Zyklus und ja, dementsprechend nehme ich täglich die Pink Essentials zu mir, um mir da einfach ja, das Leben ein bisschen leichter zu machen. Findet ihr über den Link in der Videobeschreibung und dieses kleine Schätzchen hier im besten Geschmack, Strawberry Daiquiri, bekommt ihr sogar gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Achtet also darauf, dass ihr beispielsweise pro Tag ungefähr ja, 500 Gramm Gemüse zu euch nehmt und ja, vielleicht 300 Gramm Obst, kommt natürlich nochmal darauf an, wie viele Kalorien ihr gesamt verbraucht, ob ihr jetzt eine Frau oder ein Mann seid, aber in diesem Video geht es ja hauptsächlich um euch Frauen. Dementsprechend, ja, ungefähr das sollte euer Richtwert sein, also vernachlässigt das nicht. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber es wird euch gut tun. Es gibt dann auch noch so ein paar Sachen, die durchaus helfen können. Und zwar sind das immer Dinge, die bei der Durchblutung und bei ja, der Durchströmung der Haut mit Nährstoffen etc. Helfen. Das wären dann zum Beispiel Massagen, ja, wo das Gewebe einfach durchblutet wird und nochmal manuell stimuliert wird. Das kann durchaus hilfreich sein, muss aber nicht, wie gesagt. Und es ist auch kein Wundermittel, kein Allheilmittel. Oder Wechselduschen beispielsweise. Also wenn man zuerst heiß und dann kalt duscht und dann wieder andersrum, immer im Wechsel halt, ne? Deswegen Wechselduschen. Das kann auch bei der Verbesserung der Gegebenheiten der Hautbeschaffung helfen, aber wie gesagt, kein Allheilmittel. Bitte lasst euch auch nicht über den Tisch ziehen, wenn ihr jetzt im Internet irgendwie eine Creme oder ja, das Wundermittel zu Zellulite findet, weil das gibt es halt einfach nicht. Das ist, Zellulite ist auch was Natürliches. Das ist kein Defekt, den wir irgendwie bearbeiten müssen oder abschaffen müssen, weil das gehört halt einfach zu unserem Körper mit dazu. An dieser Stelle würde ich vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum Zellulite denn eigentlich sowas Normales ist. Haltet euch mal die Zahl vor Augen, ja? 80% aller Frauen haben Zellulite. Da weiß ich überhaupt gar nicht, wo dann da noch das Problem liegt. Wenn jede Frau, fast jede Frau, 8 von 10 Frauen Zellulite haben, warum wird es dann überhaupt so kritisiert? Warum ist es so ein gesellschaftliches Makel? Ihr seht, irgendwie hat das Ganze gar nicht so viel Sinn. Stellt euch mal vor, beispielsweise, 8 von 10 Frauen haben braune Augen. Hat damit jemand ein Problem? Nein. 8 von 10 Frauen haben blonde Haare. Hat damit jemand ein Problem? Nein. Warum ist denn das Ganze bei Zellulite so? Das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass die Medien uns einfach ein falsches Bild davon vermitteln, wie eine Frau heutzutage aussieht. Ja, wenn alle eben extrem dünn sind, vielleicht ihre Haut auch mit Photoshop oder mit Facetune oder was auch immer retuschieren, natürlich bekommen wir dann den Eindruck, dass halt keine Frau Zellulite hat und wir dadurch irgendwie ja, ein schlechteres Bild haben, einen schlechteren Körper, in Anführungszeichen, und eben nicht so gut aussehen wie die anderen und betrachten dann eben unsere Zellulite als Makel. Aber bitte halt dir immer vor Augen, Zellulite ist was ganz Natürliches und unser Bindegewebe ermöglicht uns eine Sache, die die Männer überhaupt nicht können, und zwar ein Kind zu gebären. Das ist einfach unsere natürliche Beschaffenheit und es ist absolut nichts, was du an dir bemängeln solltest. Es ist kein Makel und ich versuche einfach so bei dir den Appell zu setzen, akzeptiere es als ein Teil von dir. Ich persönlich störe mich jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr an meine Zellulite. Es ist einfach so und lieber thick als dünn und dafür ein bisschen weniger Zellulite.
musst du im Endeffekt für dich selbst entscheiden, aber bitte betrachte Zellulite nicht als einen Makel an dir selbst und versuch dich zu akzeptieren, wie du bist. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und du weißt jetzt etwas genauer, was denn Zellulite eigentlich ist und wie du eventuell ein bisschen dagegen vorgehen kannst, wenn es dich denn wirklich stört. Ansonsten hoffe ich, ich konnte dich ein bisschen dazu aufrufen, dich so zu akzeptieren, wie du bist, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.